Was macht Talione, Schwadrone, Batterien, Maschinen, Gewehr? Du hast auch die größten Kanonen. Mein Michel, was willst du noch mehr? Lakaien und Waffen einher. Beseligt kannst du da schnarchen, mein Michel, was willst du noch mehr? Mein Michel, was willst du noch mehr? Du hast ungezählt Paragraphen, die Gefängnisse werden nicht leer. Du kannst auch in Schutzhaften schlafen. Mein Michel, was willst du noch mehr? Mein Michel, was willst du noch mehr? Man muss die Meinung zu sehen. Du hast die beträchtlichsten Steuern. Deine Junker plagen sich sehr. Um dir das Brot zu verteuern. Mein Michel, was willst du noch mehr? Mein Michel, was willst du noch mehr? Was Kohlrüben und Eichen? Und trägst du noch Handlerbegehr? So darfst du am Bauche dich streicheln. Mein Michel, was willst du noch mehr? Mein Michel, was willst du noch mehr? Du darfst exerzieren, marschieren, Kasernen hoch, die Kreuz und die Quer, und dann für den Kaiser krepieren. Mein Michel, was willst du noch mehr? Mein Michel, was willst du noch mehr? Und jedenfalls, das Lied ist gegen die Rechte, und ich bin fertig. Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, liebe Braunschweigerinnen und Braunschweiger, ein herzliches Willkommen zu den diesjährigen Aktivitäten anlässlich des Ostermarsches 2023. Unser Marsch ist eine gute Sache. In diesem Sinne begrüße ich euch ganz herzlich und hoffe, dass ihr alle auf unserer kurzen Demonstration durch die Braunschweiger Innenstadt und uns bei den verschiedenen Zwischenkundgebungen begleiten werdet. Vorab ein paar Formalien. Mit dem Aufruf von Bertner von Suttner, die Waffen nieder, beginnen wir den heutigen Ostermarsch und fordern ein Ende des Tötens. Die Ukraine ist der Schauplatz eines grausamen Abnutzungskrieges, der mit dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine begonnen hatte. Wir laden alle Menschen ein, die sich gegen Krieg und gegen Aufrüstung einsetzen, an unserem Ostermarsch teilzunehmen. Für Menschen aus dem nationalistischen und antidemokratischen Spektrum ist auf unserer Demo kein Platz. Von denen möchten wir uns distanzieren. Außerdem wollen wir keine Nationalflaggen und keine Parteiflaggen. Mehr als ein Jahr Krieg ist genug. Der Krieg ist ein Verbrechen. Hunderttausende sind in diesem Krieg getötet worden und mit jedem Tag sterben weitere Menschen. Wir fordern die Waffen nieder. Stoppt die unverantwortliche Eskalationsspirale. Keine Eskalation durch immer mehr und immer größere Waffen. Keine Eskalation durch Militärübungen an den Grenzen. Keine Eskalation durch Defender 23 mit Luftstreitkräften über Deutschland. Die Friedensbewegung fordert von Politikern und Diplomaten die Erarbeitung eines für die Ukraine und Russland gesichtswahrenden Weges zu einem Waffenstillstand. Das muss ein Kompromiss sein.
der langfristig auf eine europäische Friedenslösung mit einer souveränen Ukraine zielt. Friedenspolitik statt Aufrüstung. Die Waffen töten. Sie sind extra dafür gemacht, um zu töten. Sie töten wahllos, unterscheiden nicht zwischen Zivilpersonen und Militär, zwischen alt und jung. Waffen zerstören die Umwelt, Häuser, Städte, Kulturlandschaften. Die militärisch bedingte Umweltverschmutzung ist erheblich und die nationale CO2-Bilanz wurde bei internationalen Klimaverhandlungen bisher nicht mit hineingerechnet. Das muss sich ändern. Das Militär ist einer der größten Umweltverschmutzer. Waffen verschlingen Geld und sind nicht nachhaltig. Rüstungsausgaben machen nur die Rüstungskonzerne reicher und uns alle ärmer. Wie bei der Impfung. Keine Milliarden für Rüstung und für die Bundeswehr. Wir protestieren gegen die ausgerufene Zeitenwende der Regierung. Sie wollen uns glauben machen, ihre Politik der militärischen Aufrüstung sei alternativlos und erhöhe unsere Sicherheit. Nein, Sicherheit ist mehr als militärische Sicherheit. Die großen Menschheitsprobleme wie der Klimawandel können nur in friedlicher Zusammenarbeit gelöst werden. Ein Bruchteil der Rüstungsausgaben würde ausreichen, um den Hunger in der Welt zu beenden und allen Menschen Zugang zu medizinischer Versorgung und Bildung zu gewähren, um ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen. In diesem Sinne wollen wir uns heute auf die Demo begeben. Wir treffen uns hinter dem großen Schild. Hinter dem großen Banner die Waffen nieder. Wir gehen jetzt hier runter in Richtung Ringerbrunnen und der Name ist auf dem anderen Zettel. Und eine der Frauen, Frau Amini, wird dort eine Rede halten. Vielen Dank. Berner von Württemberg, die Waffen nieder, beginnen wir den heutigen Ostermarsch. Wir fordern ein Ende des Tötens. Die Ukraine ist der Schauplatz eines grausamen Abnutzungskrieges, der mit dem Einmarsch der russischen Truppen im Februar letzten Jahres begann. Mehr als ein Jahr Krieg ist genug. Der Krieg ist ein Verbrechen. Hunderttausende sind in diesem Krieg getötet worden. Und mit jedem Tag sterben mehr. Wir fordern die Waffen nieder. Hallo. Guten Tag, liebe Demonstrantinnen. Vielen Dank, dass wir heute hier sprechen dürfen. Wir sind eine Gruppe engagierter BraunschweigerInnen mit und ohne iranischen Hintergrund. Heute sind wir hier, um ein klares Zeichen zu setzen. Wir stehen gemeinsam gegen alle Kriegstreiber und wir haben eine klare Anforderung. Die Waffen nieder. Einer der weltweit bekanntesten Kriegstreiber ist die islamische Regierung von Mullahs im Iran. Seit über 44 Jahren geht das iranische Regime nicht nur gegen die eigene Bevölkerung brutal vor, auch inhaftierte EuropäerInnen müssen unter ihnen leiden. Unschuldige Menschen, die im Iran und sogar im Ausland als Geisel genommen werden, damit das Regime seine in Europa verurteilten Terroristen freipressen kann. Darüber hinaus hat das Regime über Jahrzehnte ein breites Netzwerk schwer bewaffneter, nichtstaatlicher Akteure auf- und ausgebaut, sowie finanziell unterstützt und mit Waffen ausgestattet. Vom Assad-Regime in Syrien bis zu Hezbollah in Libanon. Durch dieses Netzwerk beteiligen sich die islamischen Garden des Irans an der Destabilisierung von nahezu allen Staaten im Nahosten, in denen hunderttausende Menschen bereits getötet wurden und Millionen flüchten mussten. Viel lauter, ja. Okay.
Habt ihr es aber alle soweit verstanden? Oder soll ich noch mal... Mikrofon noch näher an den Mund. Okay. Nun, seit über einem Jahr werden auch Menschen in der Ukraine getötet, wobei Russland unter anderem iranische Drohnen gegen ukrainische Ziele einsetzt. Diese Drohnen werden teilweise mit in der EU gefertigten Bauteilen, wie zum Beispiel hochmodernen österreichischen Motoren, gebaut. Genau aus diesen Gründen brauchen wir eine außenpolitische Wende, die für eine friedliche Zukunft sorgt, in der IranerInnen und UkrainerInnen nicht ermordet werden. Wir fordern eine klare Veränderung im Handeln der Regierungen. Wir fordern ein klares Zeichen der deutschen Politik gegen die gewaltvollen Strukturen des islamischen Regimes, die systematisch Menschen im Iran inhaftieren, foltern und hinrichten. Wir fordern, dass ein klares Handeln gegen die immensen Menschenrechtsverletzungen über die wirtschaftlichen Interessen im Austausch mit dem Terrorregime gestellt werden. Und wir senden unsere Solidaritätsbotschaften an die mutigen Menschen im Iran, die trotz der Verfolgung, den Inhaftierungen und der Folter weiterhin ihre Stimme erheben. Für Frau, Leben, Freiheit. Herzlichen Dank. Das ist ganz wunderbar. Die Waffen nieder. Wir fordern ein Ende des Tötens, ein Ende des Krieges. Wir haben gerade von den Frauen über die schwierigen Zustände im Iran gehört. Auch dort wollen wir Frieden, ein Ende des Tötens, ein Ende der Schwierigkeiten. Neben mir steht Julia, die zum ersten Mal für uns in Gebärdensprache übersetzt. Super. Das finden wir ganz großartig. Wir wollten das schon länger haben, aber es war schwierig, jemanden zu bekommen. Und ich freue mich riesig, dass Julia das heute für uns macht. Gerne. So, Jorrit, ich warte jetzt hier auf Jorrit Bosch, der von der Linken ist und euch ein paar Worte sagen wollte zum Ukraine-Krieg. Jorrit. Hallo allerseits, ich bin Jorrit Bosch von der Linken Braunschweig, seit diesem Jahr Co-Vorsitzender. Und der Ostermarsch hat bei uns eine lange, lange Tradition. Der Ostermarsch hat bei uns eine lange, lange Tradition und deswegen danke ich, dass ich hier heute sprechen darf und unsere Position Krieg und vor allen Dingen zum Frieden mit euch zu teilen. Seit einem Jahr herrscht Krieg in Europa. Jeden Tag sterben Menschen in der Ukraine. Bilder von Aggression, Zerstörung und Tod sind präsenter denn je in unseren Medien. Angst vor der Ausweitung des Krieges, Angst vor einem möglichen Dritten Weltkrieg sind allgegenwärtig. Und trotz der großen Verunsicherung... Und trotz der großen Verunsicherung in unserer Gesellschaft ist die Antwort der regierenden Parteien und der Union auf diese Krisensituation, nur weiter Benzin ins Feuer zu gießen. Mehr Waffen, schwerere Waffen, 100 Milliarden Euro in Aufrüstung und Militarisierung. Aber keine einzige Aussicht auf Verhandlungen in der Ukraine. Und was noch weiter verunsichert, ist nicht nur die Tatsache, dass ein Feuer mit Benzin gelöscht werden soll. Es ist die Tatsache, dass niemand in dieser Regierung genau weiß, was nach den Waffenlieferungen kommen soll. Und die Planlosigkeit der Ampelkoalition ist der Umstand, der viele Menschen in unserer Gesellschaft verunsichert. Und die Debatte in der Friedensbewegung ist auch schwierig geworden. Die Tatsache auf der einen Seite, dass der Westen im Vorfeld dieses Krieges vieles... vieles falsch gemacht hat und eine gegen Russland gerichtete Politik verfolgt, wird als Täter... Opferumkehr als Russland-Propaganda und als anti-amerikanisch bezeichnet. Die Feststellung der zweifelsfreien Tatsache auf der anderen Seite, dass es sich hier um einen völkerrechtswidrigen
Angriffskriegs Russlands handelt und Russland diesen Krieg begonnen hat und ihn beenden muss, wird als pro-westliche Kriegstreiberei abgestempelt. Es ist aber wichtig, dass die linke Friedensbewegung versteht, dass der Streit über das Ausmaß der Verantwortung beider Seiten diesen Krieg nicht beenden wird. Die Friedensbewegung darf sich nicht zerstreiten, auch weil antidemokratische rechte Parteien und Organisationen, und dazu zählen eben auch jene, die mitunter mit solchen sympathisieren oder sie tolerieren, nur darauf warten, dass die Uneinigkeit siegt. Schon jetzt unterwandern sie Demonstrationen, nutzen die Verunsicherung in der Bevölkerung für ihre Zwecke. Langsamer! Ein Politiker, der schnell spricht. Da, ich entschuldige mich hier bei der Übersetzung. Ich sage ganz klar, Nationalismus und Autoritarismus ist kein Weg zum Frieden. Dieser Weg bedeutet Abschottung, Aufrüstung und weitere Militarisierung. Die Linke hat den völkerrechtswidrigen Krieg mit Russland immer wieder verurteilt und dazu stehen wir bis heute. Und auch wenn das Handeln des Westens im Vorfeld dieses Krieges keineswegs eine Rechtfertigung für einen Kriegsbeginn darstellt, bleiben wir bei unserem kritischen Kurs gegenüber der NATO. Wer den Krieg in der Ukraine verurteilt, muss auch die Bombardierung in der kurdischen Region Syrien durch den NATO-Staat Türkei verurteilen. Alles andere ist doppelmoralisch. Ja. Unsere Solidarität gilt daher einzig der ukrainischen Bevölkerung, die am meisten unter diesem Krieg leidet. Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet müssen schnell und unbürokratisch aufgenommen werden. Dasselbe gilt für Oppositionelle und Deserteure aus Russland. Außerdem muss sich die Bundesregierung für einen Schuldenschnitt der Ukraine einsetzen, damit die Infrastruktur des Landes unabhängig von Kapital und Kriegstreibern aufgebaut werden kann. Erstes und oberstes Gebot bleibt aber ein sofortiger Waffenstillstand. Legt die Waffen nieder. Wir begrüßen den Vorstoß von Brasiliens Präsident Lula. Brasilien gemeinsam mit anderen Staaten wie China, Indien und Indonesien auf die Konfliktparteien einzuwirken und für Frieden zu verhandeln. Die Linke fordert, dass unter dem Dach der Vereinten Nationen Deutschland und die EU gemeinsam mit den genannten Staaten zu Friedensverhandlungen einladen muss. Der Waffenstillstand soll für die Dauer der Friedensverhandlungen von OSZE-Beobachtern überwacht werden. Und auch müssen alle Staaten garantieren, da keine Atomwaffen einzusetzen. Deutschland muss endlich dem Atomwaffenverbotsvertrag beitreten. Und während der Verhandlungen muss Russland signalisiert werden, dass die Sanktionen beendet werden, sobald die Truppen abgezogen sind. Und bis dahin sind gezielte Sanktionen gegen russische Oligarchen, gegen den russischen Machtapparat vonnöten, um weiter Druck aufzubauen. Wenn der Frieden siegt, und er muss siegen, ist ein wechselseitiger Dialog zur Sicherung aller Sicherheitsinteressen vonnöten. Die Linke ist und bleibt Friedenspartei und ist der parlamentarische Arm der linken Friedensbewegung. Und lasst uns gemeinsam ein Zeichen für den Frieden setzen. Lasst uns gemeinsam laut bleiben, damit endlich die Waffen ruhen und die Vernunft siegt. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Jorik. Ich bin froh, dass Jorits Rede uns noch ein bisschen ergänzt mit seinem Internationalismus. Das ist großartig. Vielen Dank, Jorit, das war super. Wir haben jetzt ein kurzes Gedicht, aber kurz bitte, ja? Denn wir wollen jetzt noch weitergehen. Kurz, aber nicht. Bitte schnell. Ja, bitte schnell, sag ich. Vielleicht nicht schnell. Oh, ja, schönen guten Tag. Und es geht um den Krieg. Lauter. Ja? Jetzt geht's.
Okay. Krieg, hör zu. Mich kriegst du nicht. Krieg dich wieder ein. Krieger bin und war ich nicht. Und werd ich niemals sein. Nie im Leben Uniform, niemals ein Soldat. Niemand spannt mich jemals ein in diesen Apparat. Nie im Leben stumm gehorchen oder funktionieren. Niemals blind vertrauen und stramm mitmarschieren. Niemals einen Menschen töten, auch nicht auf Befehl. Niemals folge ich Regenten, auch nicht, wenn ich sie wähle. Krieg, hör zu, dich gäbe es nicht, wenn es sie nicht gäbe. Keiner würde sterben wollen, nur damit ich lebe. Niemand hier verteidigt uns, nur aus Nächstenliebe. Alle diese kämpfen auch für das Machtgeschiebe. Frieden ist zu kriegen, nur ohne jeden Krieg. Krieger sind zufrieden, wenn sie kriegen ihren Sieg. Sieg am Ende eines Krieges heißt, wir haben was verloren. Menschen sind gestorben, die nicht dafür geboren. Also Krieger kriegt die Kurve. Krieg kriegt keine Macht. Wenn kein Krieger dieser Erde Kriege möglich macht. Herzlichen Dank. Angela Vorwerk hat dieses Gedicht für euch ausgesucht. Das ist von Thorsten Stelzner. Wow. Natürlich. Schade, wir hätten ihn auch im Original gerne gehabt, aber es geht auch so, ne? Das ist wunderbar. So, wir gehen jetzt weiter. Wir folgen, wo ist das Plakat? Das ist schon vorweggelaufen, ja? Wir folgen wieder dem Plakat, die Waffen nieder und gehen Richtung Magni-Kirche. Dankeschön. Herzlich willkommen euch und Ihnen allen hier an der Magni-Kirche. Es ist der Karsamstag, der Samstag vor dem Ostersonntag. Es ist der Tag des Ostermarsches. Viele Jahre schon ist diese Kirche im Zentrum unserer Stadt eine Station des Ostermarsches. Wir waren schon wenige, wir waren, glaube ich, in den letzten Jahren nie so viele. Das ist ein wunderbares Zeichen. Gut, dass ihr da seid. Kinder, große, ganz große, junge und alte, gut, dass wir miteinander für einen Moment auch an diesem Ort ein Zeichen des Friedens setzen wollen. Neben mir steht Brigitte Konstein-Gülde. Sie hat einen Text mitgebracht. Sie hat gesagt, sag nicht, es ist ein Gedicht. Das ist es nämlich nicht. Aber es ist ein Text eines wirklich großen, eines unbequemen literarischen Geistes, Bertolt Brecht, der vor vielen Jahrzehnten einen Text geschrieben hat, der, wenn man ihn liest, heute in der Braunschweiger Zeitung oder in der Taz oder in einem anderen Magazin zu lesen sein könnte, so aktuell im Hier und Heute, mahnen für den Frieden ist er. Öffnen Sie die Ohren für Bertolt Brecht. Also diesen Text hat Bertolt Brecht 1952 geschrieben. Und als ich ihn aussuchte, dachte ich, es hätte auch gestern sein können. Das Gedächtnis der Menschheit.
Das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. Ihre Vorstellungsgabe für kommende Leiden ist fast noch geringer. Die Beschreibung, die der New Yorker von den Gräueln der Atombombe erhielt, schreckten ihn anscheinend nur wenig. Der Hamburger ist noch umringt von den Ruinen und doch zögert er, die Hand gegen einen Krieg zu erheben. Die weltweiten Schrecken der 40er Jahre scheinen vergessen. Der Regen von gestern macht uns nicht nass, sagen viele. Diese Abgestumpftheit ist es, die wir zu bekämpfen haben. Ihr äußerster Grad ist der Tod. Allzu viele kommen uns schon heute vor wie Tote. Wie Leute, die schon hinter sich haben, was sie noch vor sich haben. So wenig tun sie dagegen. Und doch wird nichts mich davon ab überzeugen, dass es aussichtslos ist, der Vernunft gegen ihre Feinde beizustehen. Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde. Lasst uns die Warnungen erneuern und wenn sie schon wie Asche in unserem Mund sind. Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die Vergangenen wie armselige Versuche sind, und sie werden kommen, ohne jeden Zweifel, wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden. Worte von gestern, die geschrieben und gesagt, vorgelesen für das Heute. Die Forderungen dieses Ostermarsches 2023, die Rahmen, zwei Sätze, die ich mir noch einmal laut vorlesen und sagen will. Erstens, die Waffen nieder. Zweitens, Zukunft nur durch Friedenspolitik. Bertolt Brecht, es ist nie aussichtslos, der Vernunft gegen ihre Feinde beizustehen. Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde, die Waffen nieder. Nun stehen wir wie jedes Jahr an einer Kirche, die für sich ein ganz eigenes Zeichen ist von Kriegswut und Wahnsinn, von Zerstörung, die mitten hinein in die Gesellschaft, in eine Stadt getragen wird. Die Magni-Kirche ist auch ein Zeichen der Friedenssehnsucht, der Kraft zum Wiederaufbau und des Neins gegen Gewalt und Hass und Zerstörungswut. Ich möchte euch und Sie an diesem Kar-Samstag noch mit einem zweiten Wort, mit einem zweiten Gedanken auf den Weg wieder in Richtung Kohlmarkt schicken. Von Antje Vollmer. Der Name, der sagt wohl fast allen hier etwas. Antje Vollmer, Theologin und Pfarrerin, viele Jahre im Arbeiterviertel im Berliner Wedding tätig gewesen, dann Politikerin geworden, eine Grüne der ersten Stunde. Und bis zum Ende ihres Lebens, gestorben ist sie im März diesen Jahres nach langer Krankheit, war Antje Vollmer eine wirklich streitbare, eine überzeugte, eine kompromisslose, aber dialogbereite Pazifistin. In der Berliner Zeitung, da hat sie im Februar, gut drei Wochen vor ihrem Tod, einen letzten Essay veröffentlicht. Vielleicht habt ihr ihn gelesen. Sie hat ihn überschrieben mit "Mein politisches Vermächtnis".
Sie schließt diesen Text, indem sie ihre Wirkungsgeschichte als Pazifistin und Politikerin, den Blick auf die Entwicklung Europas seit der Wendezeit Ende der 80er Jahre noch einmal sehr selbstkritisch, auch ein Stück weit desillusioniert Revue passieren lässt. Sie schließt diesen Text mit folgenden Worten. Der Hass und die Bereitschaft zum Krieg, beides ist tief verwurzelt in der Menschheit, gerade in Zeiten großer Krisen und existenzieller Ängste. Heute aber gilt, wer die Welt wirklich retten will, diesen kostbaren, einzigartigen, wunderbaren Planeten, der muss den Hass und den Krieg gründlich verlernen. Wir haben nur diese eine Zukunftsoption. Zukunft in den Blick nehmen, den Frieden suchen, den Frieden als echte Chance begreifen und tun. Dazu sind wir heute hier, sind wir heute in dieser Stadt unterwegs. Wir sind nicht alleine, wir sind viele, es sind noch viel mehr, die genau dieses denken. Lasst uns dem Frieden eine echte Chance geben. Vielen Dank. Und wer jetzt sagt, gut gebrüllt, lieber Pastor, und fromm geredet. Aber was sollen wir denn tun? Marschieren ist das eine, die Parole nicht leise werden lassen, das zweite. Und das dritte könnte heute sein, ein wenig Hoffnung sehen. Möglicherweise haben Sie das irgendwo mitbekommen. Die evangelische Kirche in Deutschland, die ja sehr, sehr streitbar und sehr geteilt ist in der Wahrnehmung des Krieges in der Ukraine und über die Frage, wie man friedensethisch damit umzugehen hat und wie das zu bewerten ist. Sie hat aber eine Aktion gemacht, die alle miteinander verbinden soll. Sie heißt Hoffnung säen. Es gibt in diesem Jahr Blumensamen, einmal in gelber und einmal in blauer Farbe, die Blüten, die daraus entstehen können. Wir würden Sie jetzt gleich dazu ermuntern wollen, einmal in unsere Körbe zu greifen, wenn Sie dort in Richtung Kohlmarkt weiterziehen. Und manchmal darf auch ein Pastor ein bisschen zu zivilem Ungehorsam aufrufen, wenn Sie dann irgendwie unterwegs sind über dieses Osterwochenende und da gibt es irgendwo Beete oder Rasenstücke oder Blumenscheiben, na dann kratzen Sie doch mal ein bisschen hier und da und sehen Sie Hoffnung aus. Wer weiß, wie es dann zu blühen beginnt in ein paar Wochen. Auf Wiedersehen, Gott befohlen, Friede soll werden. Schön, dass Sie heute hier waren. Danke. Und wie immer schicken wir Sie mit dem Geläut der großen Magni-Glocke, der Friedensglocke, auf den Weg. Diese Glocke, die läutete in einem anderen Jahrhundert den westfälischen Frieden im Braunschweiger Land ein. Auch das geht, dass Konflikte friedlich gelöst werden, wo Menschen das für unmöglich hielten. Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank. Wunderbar und vielen, vielen herzlichen Dank. Inzwischen war noch mal gezählt worden, 240 Menschen sind hier versammelt. Großartig, ich bin begeistert und ich freue mich. Ich kündige jetzt an, Rainer Braun wird jetzt hier sprechen. Ja, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, der Ostermarsch hat eine lange Tradition und diese Tradition ist mit einem Lied verbunden, das Sie alle kennen. Marschieren wir gegen den Osten? Nein. Marschieren wir gegen den Westen? Nein.
Wir marschieren für eine Welt, die von Waffen nichts mehr hält. Wann war dieser Spruch vielleicht wichtiger und bedeutender und herausfordernder als heute? Ja, genau. Und deswegen ist es toll, dass ihr heute am Ostersamstag hier seid, weil wenn nicht gegen den Osten marschiert werden soll, dann müssen wir es verhindern, kein anderer. Und wir sind auch dafür und werden alles tun, das zu verhindern. Und wir wissen doch, dass die für den Frieden eintreten, nicht immer und nicht von allen beliebt sind. Und jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, um diese wunderbaren Begriffe alle mitzubehalten. Lumpenpazifisten, militaristische Bellizisten, Second-Hand-Kriegsverbrecher, gewissenlose Manifestbetreiber, Betreiber der Geschäfte Putins, das sind wir. Aber weil wir das alle nicht sind, sondern nur ein einziges Ziel haben, und das... Und das heißt Frieden. Deswegen werden wir so angegriffen. Und ich sage auch nochmal, wir haben doch alle ein bisschen was aus der Geschichte gelernt. In den 80er Jahren hat die Friedensbewegung die herrschende Politik völlig überrollt. Wir waren 300.000 im Hofgarten, da hatte die Politik das noch nicht mitbekommen. Danach haben sich aber strategisch darauf eingestellt. Und die sagen auch nie wieder. Und deren nie wieder heißt, nie wieder Millionen im Hofgarten und auf der Straße, und das muss man verhindern. Und wie macht man das? Das macht man, um Bewegung von Anfang an zu diskreditieren, zu diffamieren, mit Lügen zu überhäufen und mit Vorwürfen. Das ist deren Lehre aus dem Erfolg der 80er Jahre. Und das haben die verdammt gut gelernt. Und leider muss ich auch sagen, sind manche bei uns so dumm und fallen auch noch auf deren Spalteansichten herein und tragen sie teilweise mit. Von daher, wir brauchen eine einheitliche Friedensbewegung, gerade jetzt. Gerade jetzt, wo wir wirklich vor dem Dritten Weltkrieg stehen, und das ist kein Gerede mehr, dafür gibt es harte Fakten. Was soll denn noch passieren? Jetzt haben wir schon Leos geliefert. Als nächstes liefern wir die Flugzeuge. Und dann, weil die Ukraine keine Soldaten mehr hat, dann schicken wir entweder NATO-Truppen, vielleicht das erste die polnischen und die baltischen, und dann auch noch die Atomwaffen. Wer immer auf welcher Seite auf den Knopf als erstes drückt. Das ist die Gefahr, vor der wir stehen. Die Eskalationsgefahr ist riesig. Und nur wir fallen ihr in die Arme. Und dann sagen sie uns immer, ja, die Friedensbewegung, und die FAZ, heute konnte man es auch wieder lesen, die ist doch erstens ein bisschen spinnert und zweitens auch noch isoliert. Wir sind wenige und alleine. So, dann werfe ich mal einen Blick auf die Landkarte dieser Welt und auf den Globus und gucke, dass 35 Länder dieser Erde Sanktionen machen und 160 Länder sind gegen Sanktionen. Ja, wer ist denn jetzt wo isoliert? Und dann gucke ich mal, wer will denn eigentlich Waffenstillstand und Verhandlungen und wer will den Krieg fortsetzen? Und dann bin ich auf der einen Seite bei 30 und auf der anderen Seite bei 170. Und das ist doch eigentlich das tolle Neue. Die Mehrheit der Länder und Regierungen dieser Welt ist beim Ukraine-Krieg für Waffenstillstand und Verhandlungen. Und nur die kleine Minderheit der NATO-Kriegstreiber will das verhindern. Und deswegen fühle ich mich auch ganz wohl an der Seite der Mehrheit dieser Regierung. Ich fühle mich wohl an der Seite von Lula. Ich fühle mich wohl an der Seite der Länder, die verzweifelt versuchen, auch in den Vereinten Nationen, den Friedensgedanken voranzutreiben. Und diese Koalition der Länder und Regierungen mit den Friedensbewegungen weltweit, das ist die Koalition, die die NATO und die Kriegstreiber zum Frieden zwingen kann. Und deswegen müssen wir sie entwickeln und dürfen auch nicht auf uns gucken, sondern auf die Welt und wie sie sich verändert hat. Und lasst uns bitte nicht unterschätzen, was in dieser Welt in den letzten Jahren passiert ist. Europa ist der Junior-Fortsatz der Vereinigten Staaten von Amerika geworden. Spätestens mit diesem Krieg. Wir haben die Eigenständigkeit Europas, die sowieso, oder EU-Europas, die sowieso nie richtig gegeben hat, vollständig aufgegeben.
Was haben wir aber stattdessen? Wir haben stattdessen eine neue Zusammenarbeit von Ländern, die für Entwicklung und für Frieden stehen. Das sind die Länder der BRICS-Staaten und alle möchten Mitglied bei BRICS werden. Da gibt es eine ganz lange Schlange von Ländern, die da auch mitmachen wollen. Wir haben die Shanghai-Kooperation, wir haben die regionalen Kooperationen in Asien und Afrika. Und diese Kooperationen und diese neue Kräftekonstellation, bei der China und Indien eine zentrale Rolle spielen, ob uns das nun hier passt oder nicht, diese Länder sind die, die für die Zukunft, für die Entwicklung und für die Gestaltung dieses Planeten stehen und nicht mehr das immer noch kolonial verseuchte Europa. Das ist der untergehende, abhängige Kontinent, während die anderen Kontinente aufwachen und die Zukunft gestalten wollen. Und diese riesige tektonische geopolitische Veränderung, die müssen wir reflektieren, wenn wir wirklich wollen, dass Frieden auf dieser Welt herrscht. Und wenn wir gucken, wer sind unsere Partnerinnen und Partner für den Frieden? Und deswegen sage ich auch nochmal, obwohl es wahrscheinlich nicht überall populär ist, die NATO ist sicher nicht die Zukunft. Wir müssen die NATO zur Disposition stellen. Und wer glaubt, also das habe ich gestern wieder gehört, die NATO ist ein Freiheits- und Verteidigungs- und Defensivbündnis. Weiß er denn überhaupt, worüber er spricht? Also die Freiheit der NATO haben die armen Spanier und die armen Portugiesen und die Griechen über Jahrzehnte mitleiden müssen. Defensiv, war sie defensiv in Afghanistan? War sie defensiv in Libyen? Das ist doch wohl auch mehr als zweifelhaft. Und zukunftsorientiert, mit wem denn? Und wohin? Wollen Sie weiter nach Osten marschieren und uns ins Unglück stürzen? Oder zwingen wir diese NATO wieder zu einer Politik der gemeinsamen Sicherheit? Zu einer Sicherheitspolitik, die die Sicherheitsinteressen des einen Landes und die Sicherheitsinteressen des anderen Landes berücksichtigt und zusammenführt. Das ist der Gedanke von Willy Brandt und Olaf Palme. Und zu diesem Gedanken müssen wir die Politik in diesem Lande, wie Frau Baerbock und alle diese Konsorten, zwingen. Sonst kommen wir da nicht hin. Frieden heißt gemeinsame Sicherheit. Und dann kommt der Gedanke, ist denn eigentlich Waffenstillstand und Verhandlungen möglich? Da kommt als erstes der Herr Habeck und sagt, Waffenstillstand, das ist ja die Anerkennung der russischen Okkupation. So ein Quatsch. Waffenstillstand heißt nichts anderes, als dass das Töten aufhört, das tägliche Morden, das tägliche Dahinvegetieren von den armen Menschen, die in den Schützengräben liegen müssen. Hannes Wader hat uns doch vorgesungen gerade. Waffenstillstand heißt, die Voraussetzung schaffen für Frieden. Die Voraussetzung schaffen für Verhandlungen. Und deswegen bleibt Waffenstillstand unsere zentrale Forderung. Weil das Töten, das tägliche Morden muss aufreichen. Reichen uns die 120 oder 150.000 russischen und die 150.000 ukrainischen Soldaten noch nicht? Wollen wir mehr Hunderttausende in den Gräben liegen lassen? Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir als erstes Waffenstillstand erzwingen. Und damit die Voraussetzung für Verhandlungen. Und dann brauchen wir doch Verhandlungen. Und dann heißt es ja, mit Putin kann man nicht verhandeln. Aber ich erinnere doch einmal, mit wem haben denn die vietnamesischen Freiheitskämpfer verhandelt im Vietnamkrieg? Die haben mit den Mördern, die die Bomben über sie heruntergeschüttet haben, zu Tausenden, mit denen haben sie verhandelt. Verhandeln tue ich doch nicht mit meinem Freund. Mit meinem Freund gehe ich an Saufen. Verhandeln tue ich mit meinem Feind und politischen Gegner. Deswegen heißt verhandeln, dass die an einem Tisch kommen, die konträre Positionen haben. Und dann muss man versuchen, sich zu einigen und Gemeinsamkeiten zu finden. Alles andere ist doch Quatsch und hat mit Verhandeln nichts mehr zu tun. Deswegen bleibt Verhandeln auf der Tagesordnung. Auch wenn möglicherweise zu Beginn nicht alle verhandeln wollen, da muss man den Druck für Verhandlungen überlegen. Da muss man überlegen, was kann man vor großen Verhandlungen machen? Was sind die nächsten kleinen Schritte? So wie Getreideabkommen, so wie der Austausch von gefangenen Soldaten, um auch zu letztendlichen Verhandlungen zu kommen. Das muss das Ziel sein. Waffenstillstand und Verhandlungen. Alles andere heißt Krieg,
Tod und Verderben. Deswegen bleibt unsere zentrale Forderung auch Waffenstillstand und Verhandlungen. Und wenn ich das sage, wende ich mich nochmal an euch. Erreichen tun wir das nur, wenn wir diesen Gedanken weiter verbreiten. Wenn wir dafür werben, eintreten und mehr werden. Wenn wir das Gespräch mit Freunden und Kolleginnen und Kollegen, auch mit denen, die noch anders denken, suchen und dafür eintreten, bitte lasst uns viele Differenzen zurückstellen und für Verhandlungen werben. Dafür brauchen wir eine große und starke Friedensbewegung. Dafür brauchen wir euch alle. Und deswegen ist dieser Ostermarsch einmal wieder ein Zeichen, dass man uns nicht klein kriegt, aber auch ein Zeichen dafür, dass wir noch mehr werden müssen, dass wir noch stärker werden müssen, um den politischen Gegner zu Waffenstillstand und Verhandlungen zu zwingen. Deswegen, schöner Auftakt, schön, dass Sie hier waren. Macht mit uns die Friedensbewegung noch stärker, noch einiger. Wir schaffen es auch diesmal wieder. Waffenstillstand und Verhandlungen jetzt. Herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Herzlichen Dank, Rainer Braun, für diese wunderbare Rede. Wir haben einen Braunschweiger Löwen aus Schokolade, eine ganz besondere Schokolade. Das ist Friedensschokolade. Dieser Herr wird ja genaues darüber berichten. Das ist der Uwe. Herzlichen Dank. Ich möchte außerdem Danke sagen für Matthias. Matthias und Corinna, die mit guter Möglichkeit waren. So, danke schön für Ihr Kommen, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr zu diesem Ostermarsch beigetragen habt. Herzlichen Dank. Wir hören jetzt noch ein bisschen Musik. Dankeschön. Ich habe versprochen, dass ich noch ein altes Lied singe von Achim Bigus. Achim Bigus ist Sänger und Liedermacher. Der hat vor ungefähr 40 Jahren ein Lied über den Krieg geschrieben. Das war zu Zeiten des ersten Golfkriegs, glaube ich, ja, in den 80er Jahren. Und das heißt das Lied vom Krieg. Und danach kommt ein Friedenslied. Wer lässt die Truppen marschieren? Wer lässt die Panzer rollen? Wer entwickelt die Pläne? Wer lässt die Kanonen grollen? Das sind die Herren Generäle, die fordern allemal neues Bombenspielzeug für ihr Waffenarsenal. Die Mut sind dabei, die machen mit, Schritt für Schritt für Schritt. Wer sitzt immer ganz hinten, wenn vorn das MG-Feuer bellt? Wessen Aktien steigen an mit jedem Soldaten, der fällt? Das sind die Herren der Konzerne, der Rüstungsindustrie. Ihr Geschäft mit Tod und Leben läuft so gut wie noch nie. Die sind dabei, die machen mit,
Schritt für Schritt. Wer spricht in Sonntagsreden zu den Wählern nie wieder Krieg und verschafft im Parlament den Rüstungskonzernen den Sieg? Das sind der Bosse-Parteien. SPD und Grüne machen mit den Herren Generälen für Freiheit, Nation und Profit. Die sind dabei, die machen mit, Schritt für Schritt für Schritt. Wer soll das Ganze bezahlen? Wer hat das nicht bestellt? Wer dient als Kanonenfutter den Herren von Macht und Geld? Du, Kollegin, Kollege, wirst auf deinesgleichen gehetzt. Solange bist du deine Waffen gegen die Herren einsetzt, reich die Bruderhand über den Grabenrand, der Feind steht in jedem Land im Kommandostand. Danke. Corinna, hilfst du mir mit beim Traum vom Frieden? Jetzt noch mal ein altes Lied von Johannes Wader, weil wir träumen ja alle vom Frieden. Wir tun auch was, aber dieses Lied.